Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Paper Mario, The Origami King in den Graffiti-Kanälen. Und in der letzten Folge sind wir hier mitten in den Kanälen stehen geblieben, weil hier zwei böse rote Augen oder so sind. Und wir werden uns jetzt angucken, was genau das ist. Oder wollen wir sie einfach so angreifen? Komm, wir greifen sie einfach so an, ohne sie aufzudecken. Jetzt bin ich sehr gespannt, was es ist. Hä, es ist eine Maus? Okay, waren das jetzt doch zwei Mäuse oder war das nur eine Maus? Oh, jetzt werden wir es nie erfahren, Leute. Es tut mir so leid. Und ich habe hier jetzt aber auch keinen Plan, was ich machen soll. Moment. Kann ich die... Ich habe auch gar keine Zeit mehr. Wie ging das andere? So? Nein, was mache ich denn? Okay, ja, ich wollte die so nehmen und dann so zusammen. Genau, ich glaube, das ist die richtige Methode, wie man das hier machen soll. Und dann kann man... Ja, gut angeordnet. Okay, und dann kann man nämlich mit zwei geübten Hammerschlägen die einfach kaputt hauen. Und diesmal treffe ich sogar... Nee. Also ich habe getroffen, ja, aber nicht so, wie ich das machen sollte. Muss man im richtigen Moment A drücken? Weil bisher lasse ich immer nur los. Ah, nee, aber 12 Schaden. Also es war schon besser als das andere. 12 Schaden, aber ich glaube, das geht noch besser. Kriegen wir schon noch hin. So, und anscheinend war das 2. Naja, gut. Was haben wir da noch drin, wenn ich den irgendwann mal... Danke. Ich mag die Musik, Leute. Jetzt sollten wir auch... Oh Gott! Ein Hinterhalt von beiden Seiten! Oh nein, da komme ich doch nie mehr raus! Und Mario nur so... Tja, dann bin ich jetzt wohl tot. That's my life. That's just my life. Aber die zeigen ja sogar am Anfang, wie die Gegner zu stehen haben. Das ist eigentlich... Oh Mann, ich drücke mal X. Das ist eigentlich voll nett. So, weil ich muss... Genau, Schultertaste drücken. Da kann man die so anordnen. Und die noch ein weiter nach vorne. Und dann sind die doch auch alle richtig hier. Aber das ist das erste Mal, dass wir gegen zwei verschiedene Gegner kämpfen, oder? Ich glaube schon. Egal. Also die einen... Oh mein... Nein, ich dachte, ich wäre cool. Und dann, aber dann bin ich leider doch verkackt. Okay, weil diesmal mit dem Hammer jetzt. Nee. Oder ich kann das einfach noch nicht. Vielleicht ist das 12 schon das Beste, was ich mit diesem komischen normalen Hammer hinbekommen kann. Aber 12 ist auf jeden Fall mehr als 11. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Auch sehr einfaches Rätsel. Und beide einfach kaputt. Kaputt stiefeln. Irgendwann im Abenteuer komme ich noch da drauf, wann ich A drücken muss. Meine Güte. Aber Hauptsache der letzte Sprung. Hauptsache der letzte Sprung ist gut. Das ist die Hauptsache. Ja, ja, ja! Alter, okay, da bin ich happy. Viermal? Das habe ich, glaube ich, noch nie hinbekommen. Also ich bin sehr stolz auf mich, auch wenn ihr das nicht in die Kommentare schreibt. Sind noch mehr Leute drin, dann los, kommt raus. In den älteren Paper Mario Teil hätte man sich jetzt verwandeln können und da irgendwie reingehen können oder so. Und dann wäre da ein ganz tolles... Kann man hier ins Wasser? Nee. Dann wäre da irgendein Secret hinter. Aber hier ist leider kein Sekret. Oh, ich sehe gar nichts. Was haben wir denn hier so? Ganz viele Fledermäuschen. Huch, hier ist ja alles unter Wasser. Wasser ist gar nicht gut, wenn man aus Papier ist. Ganz und gar nicht. Da hast du recht, Olivia. Ein Glück habe ich dich dabei. Also, ab ins Wasser. Oh, es geht nicht mal. Das fände ich auch nett. Gut, müssen wir wohl einen anderen Weg finden. Wie zum Beispiel, hier ist auch überall nur Wasser. Tja, das ist natürlich ein bisschen belastend. Irgendwie müssen wir wohl an das Teil da drüben rankommen und das Wasser abdrehen, hochdrehen? Mäuschen? Oh, ist der Mario weg? Ach, hier, der Mario ist weg! Haha, wir lassen uns hier im Kreis rumduddeln! Oh, ihr da! Hä? Erzählt mir sofort, was ich machen muss! Oh mein Gott, so viele Gegner. Ich glaube, die werden mich tatsächlich mal angreifen, wenn ich es richtig sehe. Okay, so. Und dann nehmen wir noch die einen weiter nach vorne. Und die greifen mich doch nicht an, weil ich einfach drei Aktionen hatte. Hm. Das finde ich auch ein bisschen komisch, dass man genau so viele Aktionen hat. Das war aber nicht so gut. Wie auch Gegner da sind. Das hätten die ruhig einheitlich machen können, dass man immer nur einmal schlagen darf oder zumindest nur zweimal oder sowas. Und das war schon klar, dass man hier jetzt die Faltarme bekommt. Toll, ein Faltkreis. Und was ich da wohl machen muss... Sag bloß, ich muss damit das Ding da greifen und dann rumdrehen. Drehen, loslassen. Drehen. Oh mein Gott. Das ist so komisch. Ja. Und wie soll uns das jetzt irgendwie helfen, dass wir hier noch mehr Wasser hin tun? Ah, er pumpt das von oben ab. Die Magie der Physik. Ich fasse es nicht. Ist ja geil. Hat der Druck das einfach nach unten gemacht? What do we have here? Den Kanal Deckel Nummer 16. Können wir uns auch nochmal ein Museum angucken. Den Museumtypen haben wir ja schon mal. Und hier geht es sogar noch weiter, Leute. Und da sich der Chris aufgeregt hat, ich weiß nicht, ob er sich wirklich aufgeregt hat oder nicht, dass ich diese ganzen Löcher nicht heil mache, mache ich das jetzt für diese Folge mal. Aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust dazu. Und irgendwie sieht das auch so aus, weil das immer so lange dauert. Und es bringt nur Geld. Und Geld bringt halt wirklich gar nichts.
Geht das jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich gehe vielleicht doch mal... Ah, in die Röhre rein. Kommen wir damit vielleicht sogar ins Museum? Hey, wir haben es geschafft. Wir sind am Eingang zum Pilzpalast. Coole Sache, das mit dem Kanal. Ich meine, wir sollten uns wohl nicht zu früh freuen. Wir müssen deinen Bruder finden und seine grüne Mütze. Da hast du recht. Aber erst zurück in die Kanalisation. Da fühle ich mich sicher. Da gehöre ich hin. Dann möchte ich doch nochmal kurz gucken, was hier rechts ist. Wahrscheinlich können wir da einfach noch nicht weitergehen, weil uns irgendwas fehlt. Oder da sind ganz gemeine Gegner, die wir... Na gut, die uns angreifen. Okay, sollte aber, glaube ich, auch kein Problem sein. Man muss die ja quasi immer nur so anordnen, wie sie auch am Anfang waren, nicht wahr? Also man muss sich einfach nur merken, wie sie am Anfang standen und dann werden sie ja erst anders angeordnet. Das macht es natürlich um einiges einfacher, als wenn man da selber durchblicken müsste. Nee. Ich krieg das noch nicht hin. Irgendwann, Leute, irgendwann check ich auch den Hammer. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen länger warten als jetzt. So, und, na, was habt ihr Tolles versteckt? Hat da jemand aus der Kiste gerufen? Ist da jemand? Ja, hallo. Wer ist da? Ein Tötchen! Hi. Mario! Danke, dass du mich gerettet hast! Ja, wir beide tot sind Graffiti-Kanäle gerettet, in Anführungszeichen. Der Arme. Einfach weggetrieben. Davor war er safe in seiner Kiste. Okay, da hat sich das auch nochmal gelohnt, hierher zu gehen. Ist der jetzt trotzdem Zuschauer von uns? Weil eigentlich wurde er ja weggespielt. Nicht mein Problem. Auf dem Papier steht, ich habe ihn gerettet. Das langt mir. So, dann ab ins Pilzpalast. Den Pilzpalast gibt's ja nicht mehr. Ist dieser Schrotthaufen aus dem Palast geflogen, als mein Bruder ihn geraubt hat? Wie gefährlich! Oh nein, das ist doch das Auto von Luigi! Oh nein, sein Kart! Das sieht ziemlich schwer aus. Ich glaube nicht, dass wir das alleine aus dem Weg schaffen können. Ja, da brauchen wir wohl Hilfe von Luigis Mütze oder so. Lass mal gucken. Da ist sie, Luigis Mütze. Ganz trägerlos, alleine. Liegt sie da einfach rum? Oh nein, ohne Luigi. Aber meine Mütze wird sich sicher freuen, dass wir seine Mütze wiedergefunden haben. Die Mütze deines Bruders. Da. Hm, jemand hat den ganz kleinen Buchstaben Luigi auf die Innenseite geschrieben. Ist das etwa, was Luigi tun würde? Wo kann er nur sein, Mario? Hilfe! Ui! Es wirkt fast so, als hätte die Mütze mit Luigis Stimme zu mir gesprochen und um Hilfe gebeten. Ich bin zusammengefaltet irgendwo, vielleicht zwischen den Dimensionen, so hilft mir jemand. Da haben wir schon wieder. Er scheint zwischen den Dimensionen zu stecken, so wie ich zuvor. Aber wie ist das möglich? Der arme Luigi. Bestimmt hat er wegen meines Bruders ein schlimmes Schicksal erlitten. Mario, kann ich diese Mütze als Andenken behalten? Ich kannte Luigi nicht, aber ich vermisse ihn trotzdem. Okay. Suche nach Luigi beginnt. Suchertrupp Mario is on the way. Nein, vergesst mich nicht. Geht ihr etwa weg? Mario! Nein, Luigi, würde ich niemals tun. Ich wollte nur das Geld mitnehmen, denn Geld ist wichtiger als Familie oder so. Die Suche nach Luigi hat begonnen, sie ist toll. Die Suche nach Luigi ist nicht in diesem Wege. Die Suche nach Luigi, die macht sehr viel Freude, denn Luigi ist ganz normaler Bruder, der Luigi, der Luigi Blues, ist er in einer Vase oder in der anderen Vase oder auch in der Vase da oben oder vielleicht ganz woanders, man weiß es nicht. Ich bin ganz in der Nähe, Bruderherz. Er sagt, Bruderherz, und mir, das bin ich, denn ich bin Mario, dann wird er wohl hier oben sein. Aber mal wieder so ein mysteriöser Faltkreis am Dingsbums. Luigi, ich komme und rette dich. Ich weiß nicht genau, wo du sein magst. Kann ich... Ich weiß nicht. Vielleicht so oder so. Nein? Okay. Ja, okay. Gefunden. Alles gut, Luigi. Ich hole dich aus den Dimensionen. Bin ich gerettet? Fühlt sich seltsam an. Ja. Das war ja jetzt nicht so schwer. Oh, das ist schon besser. Ich bin ja so froh, dass es dir gut geht, Luigi. Nicht, dass wir jemals daran gezweifelt hätten. Nebenbei, ich heiße Olivia. Dein Bruder hat für seine Hilfe so einiges gut bei mir. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, zwischen den Dimensionen zu stecken. Wie hast du das geschafft? Ich nicht. Das war ein Shy Guy. Aber kein gewöhnlicher Shy Guy. Er war so stämmig und kantig. Und bevor ich wusste, wie mir geschieht, hatte er mich gefaltet und hier reingesteckt, sagte, dass er mich später holen kommt. Irgendwie doch keine richtige Stimme für Luigi, Leute. Das tut mir leid. Oh, das muss ja furchtbar für dich gewesen sein. Wenigstens hat er dich nicht zu einem Faltschergen gefaltet. Ach ja, gute Neuigkeiten. Deine Mütze hat überlebt. Meine Mütze. Aber was ist denn mit dem ganzen Palast passiert? Aua. Und wo ist Prinzessin Peach?
Ach, ich dachte, dass du dich mehr darüber freuen würdest, deine Mütze wiederzusehen. Nun ja, mein Bruder hat Prinzessin Peach zum Palast mitgenommen. Wir arbeiten gerade daran, ihn aufzuhalten, aber der Weg ist lang und uns halten Luftschlangen auf. Oh, stimmt ja. Ich wollte den Pilzpalastschlüssel suchen. Wir waren eingeschlossen, weißt du noch? Mario rettet mich ja immer zu und da wollte ich ihm mal etwas Gutes tun und mich revanchieren. Ich bin wirklich froh, meine Mütze wiederzusehen, aber ich muss immer noch den Schlüssel finden. Los geht's! Juhu! Tja, den Schlüssel brauchen wir wohl wahrscheinlich, wenn wir bis zum Palast schaffen. Setzen wir also unsere Hoffnung auf Luigi. Viel Glück, Luigi, bis später! Süß. Ohne meine Mütze geht's nicht. Juhu! Ein Glück geht's Luigi gut. Das ist dann bestimmt der Retter in Not ganz am Ende. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Na, hat er seinen Kart jetzt... Oh, hat er etwas der Kart weggenommen? Er alleine? Luigi ist einfach stark genug dafür? Krass. Oh, jemand hat wohl den ganzen Kram zur Seite geräumt. Das muss Luigi gewesen sein, oder? Ich wünsche, mein Bruder wäre so nett und hilfsbereit wie deiner. Ja, Luigi ist der wahre Retter in Not hier. Und auf zu weiteren Abenteuern. Was ist denn noch so vom Schloss übrig geblieben? Zumindest die Mauern sind noch da. Tja, jetzt können wir zumindest sagen, dass wir den Palast gefunden haben, denn da ist er. Aber an diesen Luftschlangen kommen wir nicht vorbei, das kann ich dir jetzt schon sagen. Oh, wäre das nicht die Idee? Einfach, guck mal, wir haben ja da rechts so eine rote Luftschlange. Könnte man nicht einfach daran sich hochhangeln? Oder so? Also klar, die wird wahrscheinlich zu Boden fallen, weil wir so schwer sind, aber die sind ja mit Magie gefüllt. Wird bestimmt gut gehen. Die sehen vielleicht nicht sehr reißfest aus, aber wie ich meinen Bruder kenne, sind die doppelt und dreifach gefaltet, wenn nicht gar laminiert. Außerdem kommen die aus allen möglichen Richtungen. Müssen wir etwa die ganze Welt bereisen, um sie zu lösen? Ah, wir müssen ihn lösen. Die rote Luftschlange geht da entlang. Wenn wir ihnen einfach folgen, müssten wir uns ja eigentlich in die richtige Richtung bewegen, oder? Okay, gute Idee, Olivia. Tun wir das. Und damit sind wir in der freien Welt. Es wurde ja auch gesagt, dass Paper Mario eher so einen Open-World-Gedanken gepflegt hatte. Also, dass das eigentlich nicht so linear ist wie bisher. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt entfalten wird. Bitte, so hilf mir doch jemand. Ich bin hier irgendwie zwischen den Dimensionen. Etwas schon wieder, Luigi. Ja, der... Oh, der ist garantiert da oben. Hier kann man auch irgendwas abziehen. Komm runter, du. Komischer Goomba. Ich werde dich vernichten. Hä? Wie soll ich die denn jetzt richtig an... Ah, ich habe zwei... Warte, ich habe zwei Züge. Das heißt, den... Nee. Was soll ich machen? Hä? Ah, so einmal rüber und dann nimmt man den und packt den dazwischen. Oh, das war jetzt aber schon ein krasseres Rätsel, muss ich sagen. Haha. Ich lasse mich nicht angreifen. Ich bin nämlich schlau genug für Paper Mario. Immerhin. Das einmal abziehen. Und jetzt bin ich gespannt, wenn das... Nee, ist einfach nur ein Toad. Wenn das jetzt wieder Luigi gewesen wäre, finde ich das witzig. Oh, puh, vielen Dank. Jetzt kann ich endlich zurück zu meinem Laden in Toad Town. Den lasse ich nämlich nur ungern länger als nur ein paar Minuten allein. Ja, ich weiß, ich sollte da lockerer sein. Aber kommt doch mal vorbei. Wir führen Ausrüstung, Items und viele andere nützliche Dinge. Oh Mann, nur die Brücke war doch nicht immer so kaputt. Wie soll ich denn jetzt zu meinem Laden zurückkommen? Nebenquests und alle Toads in Toad Town gerettet. Du bist der einzige Toad, der hier lebt. Oh, sorry, das wollte ich natürlich nicht. Aber guck mal, ich kann hier einfach den Sticker abreißen und dann löppt das doch hier wieder. Brücke heil gemacht. Jetzt bin ich auch noch Brückenbauer. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Du hast sie repariert, ich danke dir. Ich werde so gleich zu meinem Laden eilen. Aber zuerst einmal hier ein gratis Exemplar aus meinem Sortiment. Viel Spaß damit. Ja, noch ein Pilz. Jetzt habe ich schon sechs davon. Ich muss los. Muss schnell das Feuer löschen, das bestimmt in meinem Laden ausgebrochen ist, als ich mal ein paar Minuten nicht da war. La 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 la. Alter, der Springbrunnen ist einfach wieder heil. Komm da runter, du. Mir geht einfach nicht über Wasser. Auch wenn ich aus Papier bin. Meine Freunde sagen, ich bin mit einem Wasser gewaschen. Ha 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 ha. So, hier extra für Chris. Heil machen. Geil, ich krieg Geld dafür. Wow. Gut, wenn wir dann schon hier sind, dann machen wir jetzt zum Abschluss dieser Folge... Stimmt, wieso habe ich das Haus denn hier eigentlich nicht repariert? Gehen wir einmal in den Laden und einmal noch ins Rad, oder ins Museum da rein und gucken, was es da so gibt. Bist du ein Toad? Toad Town in Ruin. Pappmonster auf den Straßen. Ich komme wieder. Lang lebe die Prinzessin. Vielleicht ein Toad da drin? Oh, Mann, ey. Hier wohnt bestimmt ein richtig krasser Toad, der uns irgendwann nochmal helfen wird. Werte Mario, willkommen! Dies ist dein erster Besuch im Mirko-Museum, richtig? Wir sammeln alle interessanten Stücke, die dir auf deinen Reisen begegnen und stellen sie hier in der Galerie aus. Nun, und das war's eigentlich auch schon. Was wäre ein Weltklasse-Museum ohne seine Gemäldegalerie? Vermutlich nicht Weltklasse. Okay, wir haben schon 11 Toads insgesamt gerettet und für 5 können wir anscheinend rote Luftschlangen kaufen? Ah, nee, hier in rote Luftschlangen
können wir... Ja, komm, wir nehmen den Fünfer hier. Ja. Ein neues Gemälde. Oh, guck mal, so sah der Pilzpalast damals aus, in den guten alten Zeiten. Was haben wir sonst noch so? Aha, irgendwelche Medaillen oder so. Ach, was sind das? Warte. Was sehen wir denn hier? Da sind auf jeden Fall auch die Faltarme und sowas bei. Das sind alles die Fähigkeiten, die man noch bekommt. Okay, das ist auf jeden Fall einiges. Und da haben wir den Anfang und keine Ahnung, was das unten ist. Ach doch, hier der Kerker. Ja, halt alles so Sammelgegenstände, ne? Wenn man das Spiel auf 100% haben will. So, das sind 8 pro Seite. Und wir haben 2 Seiten? Ach nee, das ist nur rote Luftschlange. Es gibt wahrscheinlich mehrere Museen und dieses Museum hier ist nur für die rote Luftschlange. Und es gibt ja, keine Ahnung, 9 Luftschlangen dann oder was? Weil es ja hier diese Röhre gab, wo man dann verschiedene Welten kann und jede Welt steht wahrscheinlich für eine Luftschlange. Und hier haben wir noch Musik. Kann man sich die auch anhören? Da habe ich eine. Die Kraft für die Kanäle. Yeah. Okay, kriegt man dann wahrscheinlich, wenn man in einem Gebiet alle Toads gefunden hat. Aha, ja nett, also... Muss man nicht haben, aber ist nett to have. Ah, danke nochmal, dass du mich aus der anderen Dimension befreit hast. Jetzt kann ich wieder 18 Stunden Schichten im Laden schieben. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken. Ich verkaufe massig tolle Sachen. Schau doch mal rein. Was hast du denn so? Voilà, geile Stiefel. Wie viel willst du für die Stiefel haben? Na, was darf sein? 300 für... Ach so, aber das sind Items, die man natürlich einsetzen muss. Ich glaube, die haben wir nicht für immer. Stärker als normale Stiefel und perfekt für stachelige Gegner. Ja, kostet ja nur 300. Das nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. Und er hat mir gerade noch gesagt, dass Stiefel oder dass Items, wenn man sie zu lange verwendet, dass die dann kaputt gehen. Ja, mehr hat er nicht. Die Eisenstiefel sind so das Einzige, was er krasses hat. Den Rest habe ich schon im Hauf und Brauf. Gut, dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Wie es dann in der Welt von Paper Mario und bei dem roten Garn des Todes aussieht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat dich zu der gelaggt. Und extra für Chris, hier, ich mach nochmal kurz ein Loch heil. Da war das genug Löcher, Chris? Bist du jetzt glücklich? Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss mit Ö. Upp.